anziehen. So viel Reihe. Wahnsinn. Steht der nächste drin. Gigantisch. Da ist die Hölle los mit Reihe. Holstergeier, da steht ein Reihe. Es herbstelt. Ah, da ist früher alles unter Wasser gestanden. Ich kann jetzt sogar auf die Insel umgehen. Jo, servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, wie manche schon die Eingangsbilder gesehen habt, wird es wohl wissen, wo ich bin. Genau, ich bin in meinem mystischen Wäldchen, bin ich wieder mal reingegangen. Heute soll nämlich ein Spitzentag sein, wir haben gerade 22 Grad, ab morgen die nächsten 5-6 Tage Regen. Haben wir den gestern einmal raus, machen wir es noch einen schönen Nachmittag da. Will mir heute mein Tab aufspannen und ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt einmal und dann schauen wir weiter. Ja, Ritschlein habe ich mal gespannt. Diesmal wieder mit Roberts Dogel quasi. Und da hänge ich jetzt nochmal mein Tabschnitt drauf. Und dann schalte ich gleich wieder dazu. So, da hängt einmal der Bergen. Da ist mein Platz auf, habe ich mal schön aufgespannt. Sessel ist da, Tisch ist da. Wie gesagt, heute habe ich es angespannt mit Roberts Dogel quasi und auch diese seitlichen habe ich auch mit den Dogeln angespannt. Ja, es gibt heute so Spaghetti Napoli, so ein Fertiggericht, habe ich mal probiert, werden wir mal schauen, wie das schmeckt. Wird nicht so schlecht sein. Dazu braucht man natürlich wieder ein bisschen Wasser.
So, drauf damit. Da meine ich schon, ich kenne das nicht, ich habe das noch nie gegessen. Schreckt euch nicht, wenn da ab und zu was runterkocht. Das sind kleine Asteln, was da runterfallen. Da kann nicht viel sein. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Und ab und zu so Quitten, glaube ich, nennt sich das. Ich schaue mal, wie ich da eine finde und zeige euch die. Normal sind die gelb, aber ja, die ist eh schon austrickert. Ja, was gibt's Neues? Mein GoPro 10 ist am Weg retour. Die hat in den letzten zwei Tagen so zum Spinnen angefangen. So was habe ich noch nicht erlebt. Also ich glaube, mit meinen Kameras habe ich im Augenblick nur Probleme. Hui, das schaut aus, als wenn es schneimt. So viel kommt da oben. Schön. Und ja, jetzt kommt halt wieder eine neue 10er her. Schauen wir mal, ob die dann gescheiter funktioniert. Ich habe aber jetzt auch eine neue zum Probieren, zum Testen. Da sage ich jetzt noch nichts, was das ist. Ich filme da mal. Ich habe nur einen Akku. Weiß nicht, wie lange ich komme damit. Wenn nicht, kommt wieder die GoPro 9 ins Spiel. Und ja, schauen wir mal. Ja, dann habe ich ja gesagt, die haben mir das letzte Mal diese Helikontex-Handschuhe gekauft. Die sind auch super, gibt es gar nichts, sind auch schon in Verwendung, seht ihr. Aber ich habe die natürlich wieder mal nach meinen abgeändert. Und wenn ihr schaut, ich habe da oben mal das Randl abgeschnitten. Die sind eigentlich da so eng, dass man da schon gar nicht reinkommt, so breit ist das. Habe ich eigentlich oben abgeschnitten, das ist noch so ein Leinenbandl um drum gewesen, hat mir eh nicht wirklich gefallen. Haben wir da ein kleines V reingeschnitten, somit komme ich da jetzt eigentlich super leicht rein. Und wer braucht Stulpenhandschuhe in dem Sinne? Ich bin damit voll zufrieden. Ja, man merkt schon richtig, dass Herbst wird. Jetzt wird schon richtig schön. Die Blauen verändern die Farbe wirklich super. Also ich mag die Zeit. Herbst und Frühling ist sowieso das Schönste. Ja, das Trampo habe ich heute auch nur so aufgebaut, dass ein bisschen wegen der Gemütlichkeit einmal wieder. Ja, mein Wasserl dampft in der Zwischenzeit. Fertig. Perfekt. Und ja, hätte nur das Pulver gebraucht, macht nichts fürs Kaffeetscherl nachher noch. So, mein Löffel dabei, mein Speziallöffel von Miesegrau. Wenn man der allerliebste Löffel oder wenn ich irgendwas umrühren muss, der gehört schon zu meiner Grundausstattung. Und ich würde jetzt sagen, einmal Mahlzeit, oder? Ja. Und da hinten fallen jetzt diese Quitten runter. Wie haben sie? Da rauscht jetzt ordentlich in die Belt. Na wurscht. Ja, kann man essen, es ist nicht, weiß gut was, aber meine Güte, man überlebt. Das Wetter ist einfach herrlich noch. So, jetzt habe ich mal so eine Quitte, ich weiß nicht, wie sie die nennen, habe ich die einmal hergeholt. So schauen die aus. Und da schneibt schon wieder Blauen. Gewaltig. Ja, es ist da herin ungemütlich. Von vorn habe ich ein bisschen auf Sonne. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr in der Kamera. Aber so ein Tagerl muss man einfach ausnutzen, oder? Jetzt mal, ich da warte natürlich, dass ein Windböe kommt, dass ich euch das zeigen kann. Kommt natürlich nichts. Ist eh immer dasselbe. So, dann werden wir das Wasser noch ein bisschen warm machen. Ich brauche jetzt nicht mehr viel. Ah, dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe irgendwo mein Löffel angebaut. Entweder habe ich den verloren irgendwo. Oder der ist daheim noch, was ich aber nicht glaube.
Ja, ist wurscht, muss ich mal schnell einen schnitzen. 12 Sekunden später. Ah, das will reichen. Mehr braucht's nicht. Nur zum Umrühren. Passt schon. So, mein Kaffee ist fertig. Werden wir jetzt genüsslich genehmigen. Natürlich klar, die Kamera nicht auftrat. Und was passiert? Da fliegt man genauso drum gewitten da hinten drauf. Ich habe mich gleich geschreckt, auch wie ein Hanser. Hat einen schönen Schäferer gemacht auf dem Tab. Ja, aber ist halt so. Gut. Ich werde natürlich jetzt einmal wieder meine ganzen Krankensaison grüßen. Das gehört nur noch mal dazu. Gesund werden. Jetzt Zeit, seid mir schon viel zu lang krank. Und an alle Gesunden wird es mir ja nicht krank. Prost. Ja, ist wieder mal gut. Ja, Kaffee ist fertig. In der Zwischenzeit hat alles Frauchen angerufen. Die braucht mir irgendwas, da müssen wir noch irgendwo hinfahren. Was ich natürlich sofort machen werde. Wenn die Chefin schreit, muss man springen, ist logisch. Und ja, was soll's, ich habe meine Zeit gemütlich gehabt. Jetzt fliegen natürlich wieder die Blauen, wo die Kamera in die falsche Richtung steht. Wie verhext, aber egal. Ich werde jetzt zusammenrahmen, packe alles ein, da werde ich die Kamera vielleicht gar nicht mehr auftragen, stecke jetzt gleich in den Rucksack rein, beim Heimgewehr werden wir eh nicht viel mehr sehen, da hat sich einen viel angespült. Ja, ich sage auf von der Seite, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und für euch die Buben.